Wir kommen nun zum zum Antrag der Fraktion Die Linke, die Drucksache 6643 auf die Tagesordnung zu nehmen. Und wir haben das Verfahren, dass ein Abgeordneter der Fraktion die Dringlichkeit begründet. Und ich sehe, Sie möchten begründen. Herr Abgeordneter Ramelow, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ursprünglich habe ich diese Koalition begleitet mit den Worten, da stolpert zusammen, was nicht zusammengehört. Das hat man im Verlauf der Jahre Monat für Monat zusammen erleben können. Ich erinnere an die Stichwahl, die der SPD besonders wichtig war bei der Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahl. Als die Wahlen rum waren, hat man dann das Gesetz geändert. Das war nun wirklich keine glorreiche Handschrift sozialdemokratischer Politik. Dann haben wir erlebt, in jeder Sommerdebatte, in jeder Sommerpause ein Sommertheater, großes Kino. Die Parlamentarier waren immer ganz erstaunt, was im Sommer diese Koalitionsregierung wieder wechselseitig verzapft hat. Da gab es das Stichwort Doppelhaushalt und ein kämpferisches, klares Nein der Sozialdemokratischen Partei, mit uns niemals. Es wird kein Doppelhaushalt geben. Das Ergebnis war, dass wir zum Jahresanfang 2013 keinen Haushalt hatten. Und dann kam auf wundersame Weise ein Doppelhaushalt mit den Stimmen der SPD. Da rumpelt zusammen, was nicht zusammengehört. Und dann gibt es die Auseinandersetzung um die Überstunden der Lehrerinnen und Lehrer, um Lehrereinstellungen. Es gibt die Auseinandersetzung von Unterrichtsausfall. Auch da macht die SPD Vorschläge, wie der Lehrerkorridor besser zugunsten der Kinder verändert werden kann. Und das Ergebnis ist, dass der Koalitionspartner sagt, Nietzsche mit uns nicht. Letztlich, einer der inhaltlichen Höhepunkte ist die Thematik Gemeindeneugliederung. Da beschließt dieser Landtag Grundsätze, wie in Zukunft Mindeststandards eingehalten werden, wenn Gemeinden neu gegliedert werden und wenn auf dieser Basis eine Gemeinde- und Funktionalreform auf den Weg gebracht wird. Da beschließt die Regierung unter der Federführung von Frau Lieberknecht, dass dazu eine Regierungskommission eingesetzt wird, die jetzt das Thema Funktional- und Gebietsreform behandeln soll. Und bis zur Sommerpause sollen Ergebnisse von dieser Kommission vorgelegt werden. Das Sommertheater überdeckt alles. Ergebnisse gibt es keine. Aber über 100 neue Gemeindeneugliederungen werden vollzogen, zum Teil gegen den erbitterten Widerstand von regionalen Abgeordneten, auch und gerade der Sozialdemokratischen Partei. Man macht zum Schluss einen Kuhhandel, obwohl Abgeordnete der SPD hier noch sagen, es geht so gar nicht, stimmen sie hinterher zu. Soweit das normale Geschäft, wie wir es als Parlamentarier Jahr für Jahr mit dieser traurigen Koalition erlebt haben. Aber der Höhepunkt ist dieses Jahr zum Beginn des Sommertheaters. Da tritt das Kabinett zusammen und beschließt, einen Staatssekretär in den Ruhestand zu versetzen. Kurze Zeit später meldet sich der erste Minister aus diesem Kabinett und sagt, also uns wurde gesagt, das war die billigste Lösung. Hinterher entpuppt sich, es war die teuerste Lösung, sagt jedenfalls der Minister öffentlich. Wir sind als Parlamentarier an der Kabinettssitzung nicht beteiligt. Wir nehmen erstaunt zur Kenntnis, dass es auf einmal eine Causa Zimmermann gibt. Und wir nehmen erstaunt zur Kenntnis, da kloppt sich miteinander, was nicht zusammengehört. Und das Ganze öffentlich. Und Frau Lieberknecht, ich habe da eine ganze Reihe von Anfragen gestellt an die Regierung, weil ich an der ganzen Debatte nicht mich beteiligen wollte. Die Grünen haben sich dann entschieden, eine Strafanzeige zu stellen. Der Staatsanwalt hat mittlerweile ihre Immunität deswegen aufheben lassen. Die Antworten auf meine kleine Anfrage als Parlamentarier schreibt mir dann Herr Voss am Donnerstag der vergangenen Woche. Er kann nicht antworten, weil die Zeit hätte nicht gereicht. Die ganzen Fallkonstellationen von Staatssekretären und Ministergehältern und Ruhestandsbezügen und Dienstunfällen aufzuarbeiten, um einem Parlamentarier eine qualifizierte, parlamentarisch gesicherte Antwort zu geben. Und kaum kriege ich diesen Zettel, dass ich der Verlängerung zustimmen soll, entwickelt sich die ganze Causa Nebenbezüge von Herrn Machnick. Und ich betone,
Nach Recht und Gesetz scheint alles von der Bundesbesoldungsstelle ordnungsgemäß abgerechnet zu sein. Die Frage allerdings am Sonntagabend im Fernsehen, Frau Ministerpräsidentin, da lächeln Sie, Sie lächeln mich aus dem Fernsehen her an und sagen im Fernsehen, Sie haben überhaupt nicht gewusst, dass Ihr Minister Ruhestandsbezüge hat. Das hätte er ja nicht gesagt. Und dann bin ich ganz erstaunt, wenn ich hinterher in den Zeitungen lese, dass Ihr Haus sogar daran mitgearbeitet hat. Die Staatskanzlei ist die zuständige Stelle für die Ministeraktenführung und für die ganzen Personalakten der Minister, dass dann in Ihrem Haus gesagt wird, wir haben da zwar was der Bundesbesoldungsstelle zugeleitet, aber wir kennen die Antwort nicht. Und jetzt können wir im tagesaktuellen Raster der Zeitung gucken, kriegt Herr Machnik nun 1.000 Euro, 3.000 Euro, 500 Euro, 900 Euro. Die Frage allerdings, warum Herr Machnik nicht gefragt worden ist und warum sozusagen keine Auskunft eingefordert worden ist, die müssen Sie sich stellen. Und wenn es in Ihrem, wenn es in Ihrer Staatskanzlei, wie man den Zeitungen entnehmen konnte, im Maschinenraum der Politik rumpelt und Sie deswegen einen Staatssekretär auswechseln wollten und Sie deswegen, wie man Herr den Zeitungen Abgeordnete, entnimmt, fassen Sie sich bitte kurz deswegen die Ende. Chefin der Staatskanzlei entlassen werden soll. Wenn das alles in den Zeitungen steht, dann sagen wir, Ende mit diesem Staatstheater, Ende mit diesem Sommertheater. Wir bitten das Parlament zu entscheiden, Sie aufzufordern, den Weg frei zu machen für Neuwahlen. Nach Paragraph 75, nach Artikel 75 haben Sie die Möglichkeit, stellen Sie die Vertrauensfrage und lassen Sie sich für diese rumpelige Politik nicht mehr uns allen geiselhaft nehmen. Bitte machen Sie den Weg frei.